Die Ausstellung, die man hier sieht, ist im Jahr 2020 geplant worden, beziehungsweise 2020 kam ich hier an das PZA in Heeresau und auch direkt in die Kunstkommission. Was Sie hier sehen, sind Arbeiten von Patienten und Bewohnern des Wohnheims und von Menschen, die in den Werkstätten arbeiten. Es ist eben ganz gemischt. Man sieht auch ein bisschen diese Unterschiede. Es gibt hier Menschen, die kommen nur einmal her, die haben eine Depression und dann geht es ihnen wieder gut. Diese Arbeiten haben etwas differenziertes Potenzial. Andere Arbeiten werden zum Teil von den Werkstättenleiterinnen vorbereitet, wie jetzt zum Beispiel hier auch dieser Weihnachtskalender. Aber wie das dann bestickt wird, wie das zusammengesetzt wird, das ist dann eben ganz persönlich. Und diese Persönlichkeit sieht man in allen Arbeiten. Dann haben wir auch Arbeiten, die gefilzt sind, wie hier diese ganz einfachen Topflappen und gehäkelte Arbeiten vom Topflappen hin zum Luftmaschenwerk. Das ist mit relativ dünnem Garn und großen Nadeln gestrickt und hat dadurch natürlich diese wunderschöne, unbewusste Unregelmäßigkeit, die man eigentlich so mit Absicht gar nicht hinbekäme. Dann haben wir Arbeiten mit Speckstein und natürlich auf Papier. Hier eine Arbeit von der Frau Vreni Müller und sie hat auch im Textilatelier gearbeitet, daneben aber diese Schriftbilder gemacht und dann aber auch so etwas wie diese Taschen. Die Ausstellung kam zustande durch die Kunstkommission des PZA und deswegen auch dieses Zusammenfassen dieser verschiedenen Werkstätten und Ateliers, da es eben nicht eine Schau sein soll von einem Patienten oder von einer Patientengruppe, sondern insgesamt von der Kunstkommission organisiert eine Ausstellung von den Bewohnern und den hier Lebenden und wenn es auch nur temporär ist. Es geht hier um sehr persönliche Arbeiten. Es geht um zum Teil Darstellung der eigenen Welt. Es geht nicht darum, dass die Werke gemacht worden sind, damit sie betrachtet werden, sondern es ging darum, dass diese Werke aus einer inneren Notwendigkeit gemacht wurden.